Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzter Herr Bundesminister, Hohes Haus, werte Abgeordnete dieses Parlaments. Wir haben, Herr Bundesminister, an Sie eine Anfrage, eine parlamentarische Anfrage gestellt zum Thema des Tragens von Masken im Unterricht. Und wir wollten hier von Ihnen unter anderem wissen, wie sich also das Tragen von Masken auf die Entwicklung der Jugendlichen auswirkt. Wir wollten von Ihnen wissen, was eine erhöhte CO2-Konzentration unter der Maske, wie sich das auf Aufmerksamkeit, auf Lernfähigkeit der Jugendlichen auswirkt. Herr Bundesminister, Sie haben ja, oder diese Bundesregierung, ÖVP und Grüne, haben ja unseren Kindern, den Jugendlichen, den Schülern die Maske im Unterricht verordnet. Wir sind immer dagegen aufgetreten, auch weil wir der Meinung waren, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und dieses Maskentragen war eine massive, eine schwere Belastung für die Schüler. Jetzt haben Sie, Herr Bundesminister, uns diese Anfrage beantwortet und unter anderem einen Großteil dieser Fragen eigentlich nicht beantwortet, sondern mit dem Hinweis darauf, Geschäftsordnungsgesetz 1975, also es dient nur Handlungen und Unterlassungen unterliegen, oder die Fragen fallen nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministers für Bildung. Herr Bundesminister, Sie haben unseren Schülern die Masken verordnet während der Unterrichtszeit, und ich nehme an, Sie haben sich doch im Vorhinein darüber informiert, wie sich dieses Maskentragen auf den Gesundheitszustand, auf die Psyche und auf die Physis unserer Schüler auswirkt. Aber offensichtlich haben Sie das nicht getan, denn Sie sind hier Antworten schuldig geblieben. Genauso, wie ich den Eindruck habe, dass also das Programm hat, bei dieser schwarz-grünen Regierung keine Antworten zu geben. Es gibt keine Antworten auf diese Fragen, die wir gestellt haben, zum Maskentragen. Es gibt aber auch keine Antworten im Hinblick auf einen planbaren, auf einen geregelten, auf einen überlegten Schulbetrieb im Herbst. Die vergangenen 1,5 Jahre, Hohes Haus, waren sowohl für oder gleichermaßen die Türkis und Grün gesetzt haben, Schulschließungen, Maskenpflicht und Testwahnsinn. Das hat alles dazu geführt, dass unsere Kinder zum einen massiv im Bildungsfortschritt gehemmt wurden. Es hat dazu geführt, dass Bildungsverluste eingetreten sind. Es hat dazu geführt, dass Schüler ihre Tagesstruktur verloren haben, dass sie ihre Motivation verloren haben. Die Schulschließungen haben auch dazu geführt, dass Schüler vereinsamt sind. Bewegungsarmut war eine Folge daraus. Ängste und Störungen sind massiv gestiegen bei Jugendlichen. Und wenn ich nur daran denke, dass mittlerweile jeder fünfte bis sechste Schüler Selbstmordgedanken hegt, dann ist das wirklich dramatisch. Und dieser Anstieg bei Ängsten und Störungen ist insbesondere auch darauf zurückzuführen, dass ÖVP und Grüne Maßnahmen im Zuge der Krise gesetzt haben, die ausschließlich darauf abgezielt haben, den Kindern, aber auch den Eltern und Großeltern Angst zu machen. Nein. Und dieses Narrativ der Angst sitzt heute noch in den Kindern drinnen, und das bringen sie nicht mehr heraus. Und das ist das Problem, Hohes Haus. Die Anfrage, Herr Bundesminister, die Sie nicht beantwortet, oder die Fragen, die Sie uns nicht beantwortet haben, hat aber nicht nur bei Schülern zu massiven Belastungen geführt, sondern vor allem auch bei Eltern, die einer Mehrfachbelastung ausgesetzt waren. Die Sorgen um das Fortkommen der eigenen Kinder waren riesig. Die Mehrfachbelastung im Hinblick auf Distance Learning in Kombination mit Homeoffice, die Frage der Betreuung, wie betreuen wir unsere Kinder, das alles waren also Fragen, die sich gestellt haben und worauf es keine Antworten gegeben hat. In der Anfrage, Herr Bundesminister, haben Sie keine Antworten gegeben, auch uns im Hinblick auf das Maskentragen, ob Sie sich hier im Vorhinein Gedanken gemacht haben. Und so wie Sie dort die Antworten schuldig geblieben sind, bleiben Sie diese Antworten auch schuldig im Hinblick auf den Schulbeginn im Herbst. Anstatt hier einen ordentlichen Schulbetrieb zu gewährleisten, um Sicherheit und Planbarkeit den Eltern, den Schülern und den Lehrern zu geben,
fürchte ich, arbeitet man in Ihrem Ministerium daran, wie können wir den nächsten Schullockdown vorbereiten, wie können wir diesen Schullockdown überwinden. Sie lassen die Schüler, Sie lassen die Eltern, Sie lassen die Lehrer in Ungewissheit. Das Einzige, Herr Bundesminister, was ich immer wieder lese, ist die Frage des Impfens. Sie empfehlen also das Impfen. Wir richten jetzt in den Schulen oder haben eingerichtet Impfzentren. Auch das halte ich für einen falschen Zugang, denn die WHO mittlerweile empfiehlt das Impfen unter 14-Jährigen ja nicht mehr. Und wenn ich dann lese vom Professor Dr. Zeitlinger von der Universität Wien, der so meint, man sollte möglichst früh mit dem Impfen beginnen, nämlich schon bei den 6 Monate alten Säuglingen, dann halte auch ich das für sehr bedenklich und das halte ich für einen falschen Zugang und den falschen Weg. Herr Bundesminister, Sie wissen, wir haben immer, wenn wir etwas kritisiert haben, Ihnen auch Lösungen präsentiert und Vorschläge gemacht. Und Sie wissen, wir haben den Vorschlag gemacht, den Unterricht zu gewährleisten, indem wir Raumluftreiniger zum Einsatz bringen. Und in dieser Frage, darf ich feststellen, ist sich die Opposition auch einig, alle 3 Parteien. Wir seit fast oder beinahe einem Jahr fordern wir diesen Einsatz. Und es macht nämlich den Unterricht möglich ohne Testen und ohne Maske. Und Herr Bundesminister, wir haben 139 oder Sie haben diese Regierung hat 139 Millionen Euro ausgegeben für die Tests. Dieses Geld hätten wir locker investieren können, so dass sämtliche Klassenzimmer in diesem Land mit Raumluftreinigern, mit Trennwänden hätten ausgestattet werden können, so dass ein Unterricht möglich ist, ohne Testzwang, ohne Maskenpflicht. Aber auch die Frage, Herr Bundesminister, der Bildungsverluste oder der verloren gegangenen oder der gehemmten Bildungsfortschritte. Auch hier haben wir Vorschläge gemacht, wie man das im Herbst bewältigen kann, dass man hier also einerseits den Unterricht gewährleistet, andererseits aber auch zusätzlich Kapazitäten schafft, um diese Bildungsrückstände aufzuholen. Eine Klassenteilung in den Kernfächern, bezogen auf den jeweiligen Schultyp für die Dauer von 2 Jahren, ist einer unserer Vorschläge. Ein anderer Vorschlag ist es, dass wir haben wollen, dass Sie Blockveranstaltungen zu Beginn des Schuljahres im Ausmaß von oder in der Dauer von 4 Wochen abhalten. Dazu braucht es mehr Personal. Ja, das wissen wir auch, Herr Bundesminister. Aber dieses Personal, darf ich Ihnen auch festhalten, es hat eine Presseaussendung gegeben, wo sich private Bildungsinstitute mittlerweile angeboten haben, hier Personal zur Verfügung zu stellen, dass das stemmen kann. Bis zu 1000 Lehrer stehen hier zur Verfügung, sagt ein einziges Nachhilfeinstitut. Natürlich auch das Heranziehen von Lehramtsstudenten ist ein Zugang. Die muss man ordentlich bezahlen, die muss man hier einsetzen, weil das auch dazu dient, dass sie Praxis und Erfahrung sammeln können. Im Übrigen bin ich jetzt wieder bei der Frage der Ausbildungsdauer für Lehrer, Herr Bundesminister. Auch das haben wir bereits angesprochen. 6 Jahre, um in einer Volksschule unterrichten zu können oder in einer Hauptschule, in einer neuen Mittelschule, das ist zu lange, das ist unattraktiv für jeden einzelnen Lehramtsstudenten. Und das ist auch der Grund, warum immer weniger Jugendliche, immer weniger junge Maturanten sich entscheiden, den Lehrberuf zu ergreifen. Herr Bundesminister, der Ausbau der Sommerschule in vielen Bereichen wird notwendig sein. Auch die vorwissenschaftliche Arbeit ist auch etwas, was uns vor allem in der Corona-Zeit und in der Corona-Krise massiv beschäftigt hat, weil diese vorwissenschaftliche Arbeit ein sehr, sehr großer Aufwand für die Schüler ist und einen großen Aufwand darstellt. Auf diese vorwissenschaftliche Arbeit kann man verzichten und schaffen Sie diese vorwissenschaftliche Arbeit ganz einfach ab. Sie ist nicht notwendig. Matura, teilzentrale Matura, auch ein Zugang von uns, wo wir gesagt haben, machen wir die Matura so, dass die Grundkenntnisse zentral abgefragt werden und der Rest, alles was darüber hinausgeht, machen die Schulen autonom vor Ort. Investitionen, Herr Bundesminister, in die digitale Infrastruktur. Ich weiß, Sie haben viel investiert mittlerweile, aber offensichtlich zu wenig, denn die Infrastruktur gerade im Bereich der Serverkapazitäten, im Bereich der Leitungen, was immer an Technik dazugehört, diese Infrastruktur ist nicht komplett. Es gibt viele Schulen, die hier tatsächlich nachhängen und nachhinken und hier einen ordentlichen Unterricht nicht gewährleisten können. Und die Ausrede, Herr Bundesminister, wir müssen das Infektionsgeschehen im Herbst beobachten, das lasse ich nicht gelten. Die Schulen, und das ist nachgewiesenermaßen so, waren nie die Treiber des Infektionsgeschehens und der Unterricht mit den richtigen Maßnahmen ist möglich. Und eines noch, liebe ÖVP, bitte beendet
die Angstmache. Beendet die Angstmache in der Bevölkerung. Macht unseren Kindern nicht ständig Angst, macht den Eltern und auch den Lehrern nicht Angst und macht ihnen keine Vorwürfe, wenn sie heute nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Denn das ist eine persönliche Entscheidung jedes Einzelnen. Herr Bundesminister, geben Sie den Eltern Sicherheit, geben Sie ihnen Planbarkeit. Übernehmen Sie unsere Vorschläge oder einen Teil unserer Vorschläge. Wir erwarten uns jetzt Antworten von Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Bildungsverluste, Bewegungsarmut und Unlust seien Folgen von Schulschließungen im Lockdown. Auch für den Herbst gäbe es keine Planbarkeit für Eltern und Lehrer, kritisiert Hermann Brückel von den Freiheitlichen am Beginn der kurzen Debatte.